Hallihallo, willkommen zurück. Wir sind jetzt beim zweiten Part angelangt von der Reitakademie. Wir haben eben unser Schulpferd bekommen. Ihr könnt das ja gerne in der ersten Folge alles nochmal angucken. Das würde mich freuen. So, was sagt denn unser Questlog nach meinem Schulpferd zu sehen? Ich denke, das kriegen wir hin. Starr mich nicht so an. Wir starren alle so. Das macht einen echt wahnsinnig irgendwie. Ich glaube, wir nehmen die Abkürzung. Wir gehen jetzt hier einfach direkt durchs Büro. Oh nein, das wird doch wohl nicht die Stute sein, die ihr Fohlen bekommt. Ich muss ganz schnell Max Bescheid sagen. Na gut, wir waren gerade zwar in einer anderen Tür gewesen, aber wir können anscheinend zaubern. Kann halt nicht jeder, ne? Gut. Weißt du, wo Max ist? Ich glaube, die Stute bekommt ihr Fohlen. Ich muss Max unbedingt finden. Jetzt reg dich mal ab. Wer bist du überhaupt? Also echt. Oh, ich bin Pauline Maiberger. Ich bin neu hier. Ich habe ein Stipendium für die Akademie. Super. Noch so eine, die sich auf unsere Kosten durchschnort. Na dann pass mal auf, dass es dir mit deinem Billig-Equipment nicht so geht wie dem Tierarzt, der mit seiner Schrottkarre gerade auf halbem Weg liegen geblieben ist und den Max jetzt abholen muss. Um Gottes Willen, Feodora! Max hat angerufen. Auf der Bundesstraße ist Vollsperrung. Er und der Tierarzt kommen nicht durch. Oh nein, was machen wir denn jetzt? Also du machst erstmal gar nichts. Doro und ich kümmern uns um die Stute. Aber zieh Leine. Husch, husch! Sagte die, Baufreiträgerin. Hilfe. Puh, die beiden sind ja noch zickiger als meine neue Mitbewohnerin. Langsam verstehe ich, was Max mit endlich mal ein normales Kind gemeint hat. Öffnen. Es lässt mir keine Ruhe. Max hat gesagt, dass der Tierarzt Komplikationen vermutet hat. Ich muss herausfinden, ob es der Stute gut geht. Dann würde ich jetzt mal sagen, gucken wir einfach mal nach der Stute. So spontan sind wir auch mal. Wir schaffen das nicht allein, Feodora. Wir brauchen einen Tierarzt. Soll ich vielleicht einen schnitzen? Die Bundesstraße ist gesperrt und... Hey, was machst du noch hier? Ich dachte, ich könnte euch vielleicht doch helfen. Fräulein Superschlau. Wie heißt du noch mal? Maiberger? Na, dann hilfst du doch dem Fohlen auf die Welt, Frau Tierärztin Dr. Maiberger. Das ist die Lösung. Tierärztin Dr. Maiberger. Zufällig kenne ich jemanden, der genauso heißt und der hier ganz in der Nähe Urlaub macht. Wieso starren die mich so an? Hilfe, Hilfe! Ich sollte gehen. Das ist, glaube ich, das Beste gerade. Sehr nett, wie sie mich anstarren. Ja, Pauline, es hätte dir früher einfallen können, dass deine Mutter eigentlich Tierärztin ist, aber einfach nichts sagen, ne? Na gut, von jedem am besten unterbuttern lassen. Das macht man nicht. Nimm bitte die Türe. Danke. So, mal die Mutti anrufen, was die so sagt. Mama, wenn du von eurer Pension zum Internat fährst, musst du dann die Bundesstraße nehmen? Nein. Pauline, ist was passiert? Mama, du musst unbedingt herkommen. Hier bekommt eine Stute ein Fohlen. Gut, Pauline, ich bin in 5 Minuten da. Ich kann alles mitbringen. Bis auf Handtücher und einen Eimer. Kannst du dich darum kümmern? Okay, Mama, bis gleich. Jo, die Mutti macht das schon. Ist recht. Ah, ein Eimer. Und frische Handtücher. Das nehme ich gleich mit in den Stall. Mama, hier sind die Handtücher und der Eimer. Ah, Pauline, sehr gut. So, Mädchen, es wird gleich ernst. Aber es Was wird ist schon mit gut den gehen. Ohren Keine passiert? Sorge. Seht mal, das Fohlen kann schon ganz allein laufen. Ja, es scheint ein kräftiges kleines Kerlchen zu sein. Ich fürchte nur, Sie müssen es mit der Flasche aufziehen. Lady Malaika hat keine Milch für den Kleinen. Mit vereinten Kräften werden wir das schon schaffen. Wir sind Ihnen wirklich zu großem Dank verpflichtet, Frau Dr. Maiberger. Ich hätte nichts tun können, wenn meine Tochter mich nicht angerufen hätte. Mama! Nein, nein, Sie haben schon recht damit. Nun,
Dann würde ich sagen, Pauline darf dem Fohlen seinen Namen geben, weil sie sich so verantwortungsbewusst verhalten hat. Ja, ist es überhaupt ein Stütchen oder längst? Keine Ahnung. Es heißt Cookie, ich mag Kekse. Was eine tolle Begründung. Questende, liebes Tagebuch. Wir haben hier ein richtiges kleines Fohlen, dem Mama auf die Welt geholfen hat. Mein neues Zimmer teile ich mir mit Katja. Wir haben uns zufällig in einer Reithalle getroffen. Dressurreithalle. Und sie dachte zuerst, dass ich sie anflunkere und gar keine richtige Schülerin bin. Wie lustig. Applaus, Applaus, ich lache. Ich habe auch ein eigenes Schulpferd. Und unser Stallmeister Max war früher beim Zirkus. Deine Pauline. Gut, wir können ja mal dem Fohlen was zu essen geben oder so. Steht da so rum und traurig. Füttern bitte anwenden. Das hätten wir geschafft. Ich glaube, wir können aber auch mal mit dem Fohlen spazieren gehen. Ist frisch geboren. Es hat sich gleich an alles gewöhnt, natürlich. Warum nicht, ne? Ist ja schon irgendwie süß. Das gibt es nicht in jedem Spiel. Gott, ich habe das mal ein bisschen beschleunigt. Nehmt's mir übel oder auch nicht. Gott. Ich würde mal sagen, wir gucken mal, was wir so trainingsmäßig mit unserem Pferd machen können. Ja. So. Beziehungsweise gucken mal, was der Stall macht. Stall ist sauber. Pferd, bist du sauber? Pferd ist auch sauber. Dann einmal bitte satteln. Und wir haben die perfekte Reitkleidung an, also echt, ich bin begeistert. Liebe Pauline, ich bin wirklich begeistert. Ich glaube, wir hüpfen zuerst mal in die Dressurhalle. Wir parken das Pferd fluggerecht, keine Ahnung. Es katapultiert sich eh dahin, wo es will. Katapultiert, teleportiert. Naja. Peinlich, peinlich. Ganze Bahn. Lerne nun das Kommando ganz Bahn. Reite entlang der Bande und umrunde so die ganze Bahn. Der klang plausibel. Das Feld hält übrigens sehr gut dagegen. Also es möchte, so wie ich das es möchte aber in die Richtung, die ich nicht möchte. Ne? Muss man sozusagen. Selbst wenn ich hier die Hilfen gebe und alles, es will nicht so ganz. Ich glaube, wir müssen noch Freunde werden. Ja, mit meinen Punkten. Perfektionsgrad 82. Das reicht mir. Dann wiederholen wir das einfach mal. Gleich. Ich weiß nicht, warum die Züge da so ein bisschen aufblinken. Ja, man gönnt sich halt sonst nichts, ne? Wir brauchen unbedingt einen Reiter für dich, liebe Pauline. So geht das nicht. So geht das nicht. 84, Perfektionsgrad. Lerneffekt, Stärke 50%. Gut. Ich würde sagen, wir suchen jetzt mal die anderen zwei Reithallen auf. Leider können wir einfach nicht schneller. Aber wir haben ja Zeit, ne? Bekanntlicherweise.
Ja, das Pferd möchte immer dahin, wo es eigentlich soll, selbst mit Hilfen. Na gut. Wir können hier übrigens nichts umstellen, was die Grafik betrifft. Schön wäre es gewesen, aber ich glaube, das ist viel zu einfach. Wäre viel zu einfach, wenn es hätte geklappt. So, ich lasse dich hier stehen, mein Pferd. Wir sehen in 2 Sekunden. So ungefähr. Hier ist die Westernreithalle. Mit der Funktionstaste F6 kannst du hierher springen. Was machen wir denn? Slalom, einfach. Lerne nun den einfachen Slalom. An welcher Seite des Aufstellers du vorbereiten musst, zeigt dir die Richtung, in der das Fähnchen zeigt. Klingt simpel. Das werden wir ja wohl hinkriegen. Pauline, nicht so schnell. Du hast gar keinen Helm auf. Was mich hier ein bisschen stört, ist, dass die Hufeisen falsch rumhängen. Ich weiß halt, dass die Hufeisen, wenn sie mit der Öffnung nach unten hängen, Pech bringen. Also ich weiß nicht, was die Spieler und Entwickler uns damit sagen wollten. Hindernisse gesamt, davon bestand 2 von 2. Ja gut. Wir lernen die Schnelligkeit mit dem Slalom. Na gut. Warum nicht gleich nochmal? Pauline, das machst du ganz toll. Wir reiten jetzt mal eine kleine Abkürzung, was das betrifft. Und unser Pferd ist irgendwie nach vorne gesprungen. Keine Ahnung. Warum nicht? So, 2 von 2 geschafft. Prima. Wir müssen hier erstmal den Grundstein fürs Lernen legen. Die 5 Meter brauche ich übrigens nicht zu reiten mit dem Pferd. Ich muss dann eh wieder absteigen. Warum kann man da eigentlich nicht drauf sitzen bleiben, wenn man die Reithalle betritt? Also hier zumindest. So, das ist die Springen-Reithalle. Funktionstaste F7 kannst du hierher springen. Die Türen quietschen so schön. Kannst du die nicht mal ölen? Warum blutst du so? Warum? Okay, na gut. Sprung sehr einfach. Lerne nun den sehr einfachen Sprung. Die Hindernisse sind sehr niedrig und ein- bzw. zweifach gestaffelt. Gebe Gewichtshilfe, wenn der Pegel im grünen Bereich ist. Gut, wir springen mal ohne Helm und ohne Sicherheitsprotektoren. Der war ja richtig schwer. Hindernisse 4 von 4 bestanden. Wir lernen damit Mut. Was auch sonst. Dann machen wir das dann gleich nochmal. Bitte. So, gleich ums Eck, bitte. Von 4 bestanden. Gut. Wir haben zwar Western ausgewählt. Ich brauche ein Pferd. Ich habe zwar Western reiten ausgewählt, aber wie ihr seht, können wir ja alle 3 Stile reiten, problemlos. Es wird auch in allen 3 Kategorien wird es Turniere geben, meine ich. Es ist schon ein bisschen her, dass ich das Spiel gespielt habe. Man muss jetzt nicht sich für eins entscheiden und darf es dann nicht spielen. Das wäre irgendwie doof. Von daher ist schon okay so. Und Westernreiten kommt halt nicht viel vor. Also können wir das auch ruhig mal nehmen. Sollen wir noch irgendwas machen? Ich glaube nicht. Ich glaube, wir parken uns jetzt hier direkt mal einfach ein. So, hier so. Stehen bitte. Gut, keine Aufgaben mehr für heute, oder? Nein, zeigt nichts mehr an. Hi. Bin ich jetzt irgendwie verunsichert? Ich weiß es nicht. War komisch.
Hätte der andere geguckt, doof. Na gut. So. Ich würde auch sagen, wir beenden jetzt den zweiten Part. Der Tag ist sowieso fast rum. Und wir sehen uns beim dritten Part. Also, bis gleich.